Okay, Leute. Ja. Also mit den Gems war schon richtig, mit den Medaillen. Das Problem ist nur, wir kommen ja an die eine nicht mehr ran. Das ist ja hier drin jetzt, das Ding. Scheiße. Wir brauchen die echt. Wir müssen nämlich die richtige Medaille suchen, beziehungsweise wir müssen erstmal die Puppe hier nehmen. So. Und die wird dann nämlich hier, ist nämlich die Puppe, die wir brauchen. So, pass auf. Da oben, ja. So. Das Problem ist jetzt nur, wir kommen nicht mehr an dieses Emblem dran. Und das ist scheiße. Und das ist einfach nur Kacke vom Spiel. Na gut, ich hätte dich da reinlegen müssen, das ist ja logisch. Aber trotzdem ist es scheiße vom Spiel, dass sowas passiert, dass wir jetzt einfach nicht weiterspielen können. Oh, da ist es, da ist es, ich hab's, ich hab's. Okay, ich habe das Spiel zu Unrecht verunglimpft. Entschuldigung. Ich wollte von meinen eigenen Unzulänglichkeiten natürlich mal wieder ablenken. So bin ich. So, wartet. Ist hier natürlich. Oh, Mann. Ich sehe schon, ich werde die Karte gleich neu laden müssen. Nur weil ich jetzt hier. Oh, jetzt sieht. Ich lege jetzt mal hier hin, damit die nicht wieder in alle Richtungen verstreut werden. Warte mal, das hier hin. Ich sammle die jetzt erstmal alle ein. Ich glaube, du weißt, das dauert unfassbar lange hier alles, aber ich kann es leider nicht ändern. Aber ich hoffe, ich komme auch an die andere auch noch dran. Das ist die richtige vielleicht. Nein. Nein, okay. Es geht um die Zeichen, die auf den Emblemen drauf sind. Ich komme dran. Ja, ich komme dran, jawohl. Trotzdem nervt so ein bisschen, wenn das hier alles so. Okay. So, hier wird was angezeigt. So ein Dreieck quasi. Schublade zu. Dreieck. Nein. Ich probiere es trotzdem mal, aber ich glaube, es ist falsch. Ja, ist falsch. Gut. Dreieck? Ja, das sollte die ziehen. Ah, einfach drüber halten, okay. War das das? Nein, war es nicht. Okay. 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 Ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr dumm angestellt jetzt, aber. Liegt an der Steuerung natürlich. Okay, das war der Dämon. Hi. Hey, over here. You gotta hide. She's coming. Embrace the darkness. Was? Was? Bist du denn? Ich kann das Licht nicht mehr anmachen. Ah, ich habe jetzt beide Lampen, okay. Okay. Schwarzlicht und normales Licht. Also ich kann dem Mädchen nicht folgen, okay.
Okay, sehe die Wahrheit. Oder erkenne die Wahrheit vielleicht. Sehe die Wahrheit. Was ist hier für eine Wahrheit? Den Löffel gibt es nicht. Okay. War ein Zitat aus Matrix übrigens. Für die, die es nicht wissen. Oh, Tür ist auf. Und wir sind wieder zu Hause. Subi. Ah, oh, der Teddy. Er geht mich auf den Sack. Blut. Blutspritzer. Okay. Hier ist überall. Also er ist überall. Puppe. Müssen wir eigentlich nur darauf warten, dass irgendwas hier passiert, oder? Vielleicht können wir es jetzt sammeln, das Döschen. Nein, können wir nicht. Haben wir doch die Frauen sich getötet? Wüsste ich jetzt gern mal. Also Fakt ist, wir sind wieder im Haus und wir müssen wieder gucken, wo es lang geht. You better... Du versteckst dich besser. Kurz sie von dem Dämon verstecken, das könnte ziemlich spaßig werden. Was? Er ist wieder da, also er ist... Ja. Oh, okay. Clown hat uns umgehauen. Also wir haben, glaube ich, den... Dämon entfesselt. Ich wusste nicht, was das Wort Embrace heißt, aber wahrscheinlich Dunkelheit entfesselt, ja. Embrace the Darkness, hat die Frau ja gesagt zu uns. Also das Vibesbild, das viel zitiert. Aber wieso ist die Schrift hier weg, die gerade hier stand? Hm. Wir gehen jetzt mal zu den Türen, die vorher nicht zu öffnen waren. Er sieht dich. Gut. Das freut mich. Oh. Blake, today is your 18th birthday. I've dreamed of this day since I brought you home from the hospital. When your mother passed, I didn't hesitate. I knew I was going to raise you. Love you and cherish you as if you were my very own. Today, you're going to begin your journey. Your path to turning him. It won't be easy. What? Is that you, girl? What the hell are you? Also irgendwie darum, dass das Kind halt von ihr erzogen wird, es hat Geburtstag und das nicht aufgeben wird, es zu erziehen. Große ziehen. Ich weiß noch nicht, inwieweit das jetzt wichtig war, dieses Tape. Haben wir das Tape noch, ist das jetzt fort? Das ist alles ein bisschen... Ich glaube, wir sind gestorben, oder?
Warum ist die Frau auf einmal so nett zu uns, wenn die uns zuerst töten wollte? Ich glaube wirklich, dass wir dann sterben und hier einfach wieder aufwachen, warum auch immer. Aber auf jeden Fall ist alles gespeichert worden. Das ist auch schon mal sehr viel wert. Was hier? Achso, ja, das haben wir ja schon gelesen. Okay. Wir dürfen annehmen, dass es nicht die Frau war. Also jetzt werden wir nämlich vom Dämon verfolgt, immer nur von der Frau. Blut, 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 ganz viel Blut. Da war es vielleicht doch die Frau. Hat sie ihre Tage an den Händen und hat die Stühle da postiert. War so widerlich. Was hier? You made her angry. Du hast sie wütend gemacht. Was war die ganze Zeit die Rede von him? Jetzt auf einmal hör. Also hör ist wahrscheinlich das Weibsbild und him ist der Dämon Dude. Vielleicht mag er vergammeltes Obst. Vielleicht können wir ihn damit besänftigen. Eine Tür neben zwei Bildern, da ist anscheinend der William reingezogen worden. Also eine Tür und links daneben sind zwei Bilder, da müssen wir jetzt wahrscheinlich hin. Die Tür? Oh! Hallo. Das ist wahrscheinlich das Schlafzimmer von den Eltern. Ein Finger. Und eine 1. Danke. Oh! Was? Ja, der ist hier reingeschleift worden, okay. Das ist einfach ein anderer Raum. Ah, sind auch zwei Bilder hier neben, oder was? Nein? Hä? Okay. Okay. Ja gut, dann kommen wir jetzt hier rein und werden jetzt die Leiche von dem netten Mann sehen. Okay. Schlüssel. Nehmen wir. Schlüssel, hallo. Ja, tut mir leid. Also der William ist tot. Ist die Frage, war das die besessene Ehefrau oder war das der Dämon selbst? Blake Thomas, dear Blake, Glückwunsch. Es ist mir eine Freude, Sie darüber zu informieren, über Ihre Fortschritte. Was? Ja. Ach so, es geht okay. We hope to see you on Amazon. Es geht einfach nur ums Studium. Thomas Blake. Nee, Blake Thomas, Entschuldigung. Ach, Blake, warte mal, das ist doch. Es geht auf jeden Fall ums Studium. Blake, dann ist das. Sind wir das vielleicht? Die Blake? It's happening again. Please, you have to stop. Es geht ja wieder um die Blake. Blake und Studium und Call-Team. Lauf. Wohin? Wohin? Hier rein? Kind? Wo ist das Kind hin?
Okay, jetzt habe ich ein schweres Problem. Ich glaube, wir sterben gleich. Nee. Mädchen, wo bist du hin? Wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen. Was ist das? Wir haben einen Schlüssel gesammelt. Warte mal. Ich glaube, wir sind die Blake. Also die Schwester von der Kleinen. Nein. Ich soll ja hier mal X, wir müssen einfach mal hinhalten. Ich raff das einfach nicht. Das wäre im Spiel, aber es ist draußen auf so ein Hubkonzert. Warum auch immer. Ich habe jetzt einfach keine Zeit, die Sachen richtig zu lesen. Aber es ging halt einfach um die Blake und wegen dem College. Und dass sie Football spielt. Das ist aber jetzt einfach komplett irrelevant, behaupte ich. Ich muss einfach irgendwie gucken, dass wir überleben. Okay, ist einfach kein Schlüsselloch. Hier auch nicht. Hier. Ja. Okay. Das ist der Wauwau. Wir haben wieder neue offene Türen. Puh, ich muss sagen, das Spiel haut mich wirklich, auch wenn das jetzt von der technischen Seite nicht das Bett. Ah! Und das sind auch wieder Pillen. Also von der technischen Seite nicht gerade das Beste, es haut mir das Spiel trotzdem um. Also das ist schon. Also die Frau verfolgt mich quasi und der Dämon als solcher. Tür bitte schließen. Danke. Wie ich nämlich höre, wenn da was sein sollte, was da nicht, also reinkommen sollte, von der Seite zumindest. Gut, das ist das Mädchen. Oder ist das die Blake? Bin ich das? Das bin ich? Ist das mein Zimmer? Nee. Ah, unten. Ja. Klar, unten, wo die ganzen Colleges, Zettel lagen. Das war mein Zimmer. Was macht die da? Kinderzimmer ist das. Wieder, nee. Babys, was? Wieso habe ich eigentlich die Batterie in der Hand? Ah! Raus!